Heute in unserem Video stellen wir Ihnen vor, die Top 5 Gründe, warum Donald Trump in Deutschland nicht gerade der beliebteste Gast auf der Party ist. Ihr werdet erfahren, warum seine Reden in Deutschland so gut ankommen wie Sauerkraut im Schokoladenfondue und warum seine Politik so beliebt ist wie ein Regenschauer beim Biergartenbesuch. Von seiner politisch elefantösen Rhetorik bis hin zu seinen umstrittenen Handelsplänen, wir haben alles dabei, was das Herz eines Politikbeobachters höher schlagen lässt. Also bleibt dran und lasst euch überraschen, wie wir das ernste Thema mit einer ordentlichen Portion Humor würzen. Politischer Stil und Rhetorik. Trumps Reden sind wie ein Auftritt von Helge Schneider. Man weiß nie, was als nächstes kommt und nicht jeder versteht den Humor. Während in Deutschland politische Debatten oft so gesittet ablaufen wie eine Teestunde bei der Queen, mischt Trump die Szene auf wie ein Stier in der Porzellanabteilung. Beispiel: Als Trump Angela Merkel öffentlich für die deutsche Einwanderungspolitik kritisierte und sagte, Deutschland mache einen katastrophalen Fehler, fühlte sich das an, als hätte er beim Weihnachtsessen den Braten über die Tischkante geworfen. Der Grund Nummer 2, warum Donald Trump bei uns so unbeliebt ist, ist der Umgang mit internationalen Beziehungen. Trumps America First Politik kam in Deutschland so gut an wie eine Einladung zu einer Schneeballschlacht im Hochsommer. Die Deutschen schätzen ihre internationalen Beziehungen und multilateralen Verträge. Doch Trump behandelte die NATO und die EU eher wie die nervige Verwandtschaft, die man nur zu Weihnachten sehen will. Und selbst dann nur widerwillig. Beispiel: Als Trump die NATO-Partner öffentlich aufforderte, mehr Geld für Verteidigung auszugeben, wirkte das auf die Deutschen wie ein lauter Nachbar, der mitten in der Nacht an die Tür klopft und nach Zucker fragt. Nummer 3 der Top 5 ist die Umweltpolitik. Trumps Entscheidung, aus dem Pariser Klimaabkommen auszutreten, wurde in Deutschland aufgenommen, als hätte er vorgeschlagen, den Schwarzwald abzuholzen und durch einen Parkplatz zu ersetzen. In einem Land, wo selbst die Mülltrennung eine Kunstform ist und jeder dritte Bürger mindestens einen Baum umarmt, war das ein Schritt in die komplett falsche Richtung. Beispiel: Als Trump bei einem G7-Gipfel den Klimawandel als Schwindel abtat, fühlte sich das an, als hätte er einen Grillabend mit veganen Freunden veranstaltet und dabei ausschließlich T-Bone-Steaks serviert. Ein weiterer Fakt ist die Migrationspolitik. Trumps Idee, eine Mauer zu bauen, kam in Deutschland so gut an, wie der Versuch, im Kölner Karneval eine ernsthafte Diskussion über Steuerpolitik zu führen. Hier glaubt man eher daran, Gästen einen Kaffee anzubieten und sie herzlich willkommen zu heißen, selbst wenn der Besuch länger bleibt. Trumps harte Maßnahmen und die Trennung von Familien an der Grenze wirken auf viele Deutsche so herzlos wie ein Sonntag ohne Tatort. Beispiel: Als Bilder von weinenden Kindern in Käfigen an der US-Grenze um die Welt gingen, fühlte sich das in Deutschland an, als hätte man am Tag der deutschen Einheit alle Autobahnen gesperrt. Völlig unverständlich und herzlos. Und der letzte Grund, den wir hier erwähnen, ist die Handelspolitik. Trumps Drohungen mit Zöllen gegen deutsche Autos? Das war, als hätte er vorgeschlagen, das Oktoberfest durch eine Teeparty mit Keksen zu ersetzen. Deutschland liebt seine Autos fast so sehr wie seine Bratwurst. Und protektionistische Maßnahmen sind hier so beliebt wie Regenwetter am Urlaubstag. Beispiel: Als Trump damit drohte, 25% Zölle auf deutsche Autos zu erheben, fühlte sich das an, als hätte er verkündet, dass alle deutschen Autos künftig nur noch im Schritttempo fahren dürfen. Ein direkter Schlag ins Herz der deutschen Autoindustrie. Das waren also unsere Top 5 Gründe, warum Donald Trump in Deutschland nicht gerade der Star des Abends ist. Egal ob politischer Elefant im Porzellanladen, Schneeballschlacht im Sommer oder Tea Party statt Oktoberfest. Trump sorgt immer für Gesprächsstoff. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Like da und abonniert unseren Kanal für mehr unterhaltsame Einblicke in die Welt der Politik.
Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und teilt das Video mit euren Freunden. Wir freuen uns auf eure Reaktionen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt informiert und behaltet euren Humor.